Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir einen alten Bekannten, den Glen Elgin mit 12 Jahren Alter. 43 Volumenprozente kostet bei uns bei whisky.de im Shopsystem aktuell 32,90 Euro. Ist also für einen 12-jährigen Single Malt Whisky gar nicht mal so ungünstig. Ja, also soll heißen, preislich vernünftig eingepreist. Und dieser Whisky war, ja, oder ist immer noch ziemlich unbekannt. Den Leuten sagt er nichts, weil die Malt Whisky Produktion der Glen Elgin Brennerei halt in die Blended Whisky Industrie geht. Und dort ist ja der ein verlangter Lead Malt mit einer typischen Speyside Note drin. 2007 ist diese Flasche ungefähr rausgekommen. Probiert habe ich sie 2012 vielleicht. Und dann habe ich sie in Vergessenheit geraten. Es gab vorher eine Flasche, die sah von der Form her und vom Etikett her sehr ähnlich aus, hatte keine Altersangabe, muss so von 1994 ungefähr gewesen sein, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Und die hatte hinten japanische Schriftzeichen drauf. War also für den japanischen Markt, fanden auch ein paar Flaschen den Weg zu uns. Glen Elgin ist eine der Brennereien, die Warm Tubs einsetzt. Das sind ja ursprüngliche Kondensationsgeräte, die aus einem riesigen Holzbottich bestehen, in dem ein Kupferspirale drin ist, der sogenannte Wurm. Und da strömt nun der Alkoholdampf aus der Potstill über den Leinarm in diesen Wurm hinein und wird jetzt im kalten Wasser des Tubs kondensiert. Das Wasser im Tub wird immer wieder erneuert und dieses Kondensieren erfolgt durch diese dünnen Röhrchen im Warmtub vergleichsweise schnell, dass der Whisky relativ wenig Kontakt mit dem Kupfer hat und damit nicht so stark katalytisch umgewandelt wird und weicher wird wie in anderen Kondensationsarten. Da gibt es die viktorianischen Becken aus Gusseisenplatten, die da zusammengeschraubt sind, dem so dicke Pipes rechteckig mit Bögen drin angeordnet sind, oder die modernen Industriekühler, die sehr häufig mittlerweile Edelstahlröhren drin haben, um einfach die Haltbarkeit zu erhöhen. Ja, also diese Warmtubs geben dem Whisky einen besonderen Geschmack. Das Etikett zeigt hier eine ganz kleine Schwalbe. Und diese Schwalbe, die kann man da tatsächlich sehen, oder zumindest habe ich sie damals gesehen, am Brennhaus oberhalb der Warmtubs, wo es warm aufsteigt. Da haben die ihre Nester drunter geklebt gehabt, unter den Dachstuhl der Brennerei. Hier steht auch das Gründungsdatum der Brennerei 1900. Das heißt, ja, war schon viktorianische Zeit, wo eigentlich dann diese gusseisernen Kondensationsbecken entstanden, aber man hat hier sich noch mit den alten Warmtubs ja begnügt, warum auch immer. So, gibt es da noch was dazu zu sagen? Eigentlich nicht, das war's. Ne? Ja, früher hatten die Flaschen hier noch eine weiße Banderole drüber, wo dann auch diese kleine Schwalbe drauf zu sehen war, damit hier nicht entleert und nachgefüllt werden kann. Heute ist der Whisky jetzt nicht in dem Preisbereich, wo die Leute, oh, schön, fruchtiger Space Cider, in dem Preisbereich, wo die Leute hingehen und sagen, hier müssen wir jetzt unbedingt faken. Das macht bei einer Flasche für 32,90 Euro nun nicht mehr den großen Sinn. Das kann man dann mit teuren Flaschen auch machen. So. Ja, erster Eindruck. Süß. Süße. Und dann kommt Weihnachten. So irgendwie Weihnachtsgebäck, Weihnachtsaroma, bunter Teller. Und da habe ich Mandeln, da habe ich Marzipan, irgendwelche kandierten dunkleren Früchte. Ja, hin zum Sherry. Und alles wundervoll ausgewogen. Toll aromatisch, sehr einschmeichelnd, eine wundervolle Nase. Gefällt mir richtig gut. Ja. Schön.
Dann probieren wir gleich. Mhm. Dauert nicht lange, dann kommt die Würzigkeit durch. Speichelfluss setzt ein, ölig, süßlich, wird aber jetzt nach 10, 15, 20 Sekunden ein bisschen trockener. Sherry fast deutlich da, reife Früchte und die Würze einer Eiche. Jo, wundervoll gemacht. Also ein ganz, ganz toller Geschmack bis hinein in den Abgang, der wie gesagt gegenüber der anfänglichen Süße jetzt etwas trockener wird und etwas Eiche noch dazu zeigt. Das ist also ein unglaublich toll ausgewogener Whisky mit richtig viel Volumen und Charakter. Jo, also zu dem Preis, super Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man gar nichts anderes zu sagen. Schade, dass ich ihn aus den Augen verloren hatte. Jo, ist eine Empfehlung wert. Mhm. So, schauen Sie mal zum Shopsystem nach. Die Flasche sollte es eigentlich bei uns fast immer geben. Jo, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.